Was soll ich herzeigen? Ja, über Satellit kannst du es vergessen, Duckstein. Sarah, was soll ich herzeigen? Meine neuen Sessel, oder was? Wollt ihr ein Foto haben? Von dem schwarzen Monster. Achso, Pixels Hausübung. Verstehe. Am besten mit dir. Ja, Foto mit dir am besten nackt. Haha, Sarah. Da wird nachher der Pixel eifersüchtig. Ja, Tina, mich gibt es auch noch. Ich habe mir jetzt einfach mal 3 Wochen bzw. fast 4 Pause gegönnt. Nicht, dass mir die Motivation gefehlt hat, aber ich habe es einfach mal gebraucht. Mir ist ein bisschen was am Arsch gegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich werde dazu auch noch das ein oder andere Video bringen. Auf YouTube. Schick rüber. Aber ich will ihm doch nicht gleich dreckig machen. Weißt du, so ein versauter Typ wie ich bin. Und es ist jetzt voll geil mit den neuen Sesseln und mit dem neuen Tisch, mit dem umgebauten Tisch und wow, wirklich geil. Und macht auch viel mehr Spaß und viel mehr Platz auch jetzt vom Bewegungsfreiheit, weil ich mir den einen Tischfuß weggenommen habe, dafür habe ich einen Tisch jetzt mit Winkeln auf die Wand gehängt. Das ist was urgeil ist eigentlich. Aber der eine, weil vorher habe ich nur so eine kleine Lücke gehabt, wo ich reinfahren habe können, dann hast du immer unten eingehakt und ja, das ist jetzt schon cool. Genau, Duckstein, so sieht's aus. Ah, Duckstein, sage ich, Chino. Halt Urlaub, es war ja nicht wirklich Urlaub, es war einfach. Ich erzähle die Geschichte mal in den Let's Play-Folgen, halt, dass ich die ersten paar Parts zumindest einmal habe, wo ich was weiß, dass ich erzähle, wollte ich es einbauen. Warum und weshalb und wie ich drauf gekommen bin, dass ich eigentlich sozusagen mal eine kurze Pause mache oder so. Und ja, mal schauen. So, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen, da ist nichts mehr drinnen. So, da haben wir ja schon 2 Gegenstände. Sieht ja schon mal sehr verlockend aus. Und ja. Es war halt einfach so, dass ich das einfach mir mal genommen habe. Bin da eigentlich ja von heute auf morgen eigentlich, wie gesagt, ja, ich habe keine Lust heute aufzunehmen, und dann pfeifst du halt mal einen Tag und dann von jedem Tag auf den nächsten Tag verschoben ein bisschen. Dann ist halt irgendwie schon gesagt worden, ja, melde sich gar nicht mehr, dann haben mich ein paar Leute angeschrieben bzw. angerufen auch so. Stimmt, ja, Urlaub in Anführungszeichen. Ich habe die 3 Wochen da jetzt mehr gemacht, als was ich davor gemacht habe. Weil ich einfach für eine Prüfung auf der Uni gelernt habe. Die ich mir jetzt eingeteilt habe noch. Eine der schwersten, die habe ich morgen. Halt heute habe ich einen Teil gehabt und morgen habe ich einen Teil. Mal schauen, ob das was wird überhaupt. Aber ja, ich bin da ziemlich gut beschammen, halt, muss ich ehrlich sagen, jetzt wieder. Ich werde sicher nicht mehr so die Let's Plays machen, wie ich es jetzt gehabt habe. Halt, dass ich mit den ganzen Leuten, weil das ein bisschen mühsam war oder ein bisschen anstrengend war mit der Anschreiberei schon am Schluss. Beziehungsweise, dass keine da waren. Und das habe ich mich entschieden, dass ich das jetzt ein bisschen anders machen werde und mal schauen, was die Zeit zeigt, wie sie sich nachher ergibt. Es gibt jetzt einige neue Projekte nachher. Eben
im Herbst, weil ja viele, viele neue Spiele rauskommen, muss man ja ehrlich sagen. Und ja, das werden wir sich mal anschauen, würde ich sagen. Halt auf die 5 Parts pro Tag, weiß ich noch nicht, ob ich in der nächsten Zeit kommen werde, weil der Uploader nicht funktioniert. Servus Leo, willkommen im Stream. So, den treffen aber ganz schön eigentlich. Schauen wir mal, dass wir sich vielleicht dahin stellen und den einmal mit der 5er Fertigkeit, falls möglich, in den Arsch hauen. Aber jetzt hätte ich den dann Stun brauchen. Nein, der wechselt die. Ja. Das war zu weit weg. Nur normale Fertigkeiten kannst du vergessen sonst. Was ist denn der Feuerring? Pixel, ich glaub's dir. Es werden auch viele gewartet haben, dass ich irgendwann auf einen Tag auf einmal was mache oder sowas. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht das Anliegen gehabt, nachher es zu machen. Und deswegen habe ich mich da entschieden, auch das nicht zu machen. So. Ja, vergiss es. Bin schon wieder der Letzte, der da über ist. Ja, das war's. 15. Was hättest du morgen vor für Aufnahmen, wenn überhaupt? Muss ich ehrlich sagen, ich habe zur Zeit auch nur, ich habe einen neuen PC aufgesetzt. So, ich warte gleich noch eine Runde spielen wir noch. PC neu aufgesetzt und habe natürlich jetzt noch wenig Zeug oben, beziehungsweise muss mir jetzt alles einstellen. Ich werde jetzt mal sozusagen ja, wie soll ich es am besten sagen, als Erklärungspart habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt mal die letzten 3 Wochen sozusagen erkläre im LS13 Real Projekt. Das werde ich mal weiterführen. In der Ansicht, dass ich das einmal zurzeit alleine weiterführe, als Solo. Und falls sich irgendwie ein zweiter Mitspieler herauskristallisiert, dass ich da einen Fixen mache, dann wird das wieder passen, aber ich will nicht einfach warten müssen, jeden Tag oder sonst irgendwas. Halt, das muss jetzt ein bisschen besser ablaufen, weil ja, so hat es keinen Spaß, macht es keinen Spaß einfach, wenn du da nur am Herumtun bist und ja, ist ein bisschen zach gewesen. Ja, ein bisschen schauen wir mal. Dann LS15 Projekt, weiß ich noch nicht, ob ich es in der Form so weiterführe überhaupt. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß, dass viele LS wollen, aber es muss Spaß machen auch und es sollte auch was Passendes sein. Ich habe jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit, an einen Server zu kommen und ich bin am Überlegen, ob ich eine Art, ja, Community-Server mache. In dem Sinne und dort aufnehme. Beziehungsweise ein, ja, eigenes. Wieder mit ein bis zwei Leuten, die ihm sozusagen, die nachher eher wieder fixere Leute sind, die immer wieder dabei sind. Und nicht wieder mit so vielen, beziehungsweise mit so durcheinander. Halt, ich will nicht zu viel, ich weiß noch nicht, wie es jetzt überhaupt ausschaut mit dem Uploader, weil über die Website habe ich einfach weniger Performance. Halt weniger Upload Speed und jetzt muss ich mir das jetzt anschauen, wie ich da viel Projekte ich drüber bekomme überhaupt und wie das ausschaut. Dann Ark habe ich auf jeden Fall wieder vor zu spielen.
Schauen, muss ich ehrlich sagen, schauen wir mal, wie da die Leute reagieren drauf, wie die Parts gehen. Das, was ich sicher sagen kann, Farmexperte ist zu Ende, weil da habe ich jetzt beim Neuaufsetzen irgendwie die Savegame-Datei, ja, ich hätte glaubt, ich habe es kopiert, beziehungsweise habe auch den Ordner, aber es funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Da gibt es irgendwie noch einen zusätzlichen ja, Trick irgendwie das hinzuzufügen. Aber ja, da habe ich die Datei einfach nicht mehr und deswegen kann ich da leider nichts machen. Muss ich ehrlich sagen, ist auch gut so, dass das Projekt im Endeffekt zu Ende ist. Es ist jetzt nicht das Mörderspiel und da gibt es einfach andere, wo ich ja, mehr Interesse dran habe. Oh, was war denn noch, Elis? Das war das, das war Dark. Warte mal, es waren zwei LS-Projekte, es war Ark, dann war Farmexperte und was war noch? Ein Projekt fehlt mir noch. LS, Farmexperte, Ark. Ah ja, und Witcher. Witcher will ich auf jeden Fall weitermachen. Hab da auf jeden Fall auch Bock. Werd da, ist zwar jetzt am Montag die letzte Aufnahme sozusagen aus gewesen. Werde da auf jeden Fall noch die Stream, vielleicht sogar morgen. Morgen ist Mittwoch, vielleicht streame ich auch morgen Witcher. Dass ich das einmal habe am Abend. Halt, vielleicht nehme ich davor ein paar Parts auf und nehme dann Witcher auf. Mal schauen, was sich so zeigt, was sich so ergibt. Und ja, werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Ja, Alexander. Ich weiß eh, wie es gemeint war. So, wo sind die jetzt hingegangen? Ah, die sind unter mir, oder wie? So, jetzt werden wir den einmal vernichtend. Vernichten. Komm, vernichte den Hund. I need a stun. I need a stun for my five. Wo sind denn die hin? Da unten sind's nicht. Genau. Brauchst du den Screenshot? Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass man da das Safe Game zumindest erhalten ist und dass das alles hinhaut. Freut mich, China. FIFA 16 wäre auch was, was mich interessieren würde. Muss ich ehrlich sagen. Dann noch ein PlayStation Controller. Und dann wäre das perfekt. Komm, schnell da weg. Wo sind denn meine Verbündeten? Das geht so gar nicht. Einen Cast. Und hau den da rein einmal. Vielleicht trifft er ja irgendeinen. Ja, muss ich ehrlich sagen, FIFA habe ich immer schon Bock auch ein bisschen. Aber wenn dann für den PC, weil ich ja keine Konsole habe. Und Stepper, die da drinnen heilen voll. Und wir sind da heraus voll am Ablosen. So, den werden wir mal da ordentlich einseifen. Okay, das war's. Ich seife keinen ein.